Wir starten ins Finale von Tag 1 der Intergastra Digital. Wir hoffen, dass es Ihnen bis dato schon richtig viel Spaß gemacht hat. Wir haben noch zwei weitere Tage voller Programm mit Expertise und Inspiration rund um die Gastronomie, um die Hotellerie und das Außerhausgeschäft in Zeiten der Pandemie, wo es ja so erste zarte Bewegungen gibt, dass es wieder so ein bisschen in Richtung Normalität zurückgehen könnte. Wir hoffen natürlich weiter darauf, dass das auch so ist. Und wie beschließt man so einen ersten Messetag am besten als mit einer zünftigen Party? Natürlich unter den Bedingungen, wie sie gegeben sind. Das heißt, ein bisschen mit Abstand und vor allen Dingen auch virtuell. Nichtsdestotrotz muss das nicht schlecht sein für eine Küchenparty, die wir jetzt gleich feiern werden. Unter anderem mit Markus Tischberger und Gerhard Daumüller und das Ganze aus dem Keltenhof. Und dass der Keltenhof richtig gut feiern kann, das können Sie jetzt gleich nochmal sehen in ein paar bewegten Bildern und ein paar Impressionen, die wir aus dem Hamburger Studio rüberschicken werden, dann in Richtung Stuttgart, und dann werden Markus und Gerhard übernehmen. Und ja, noch 2020 im Februar, da war Corona zwar vielleicht schon mal in den Nachrichten, aber da war noch lange nicht spürbar, wie ernst es denn werden würde, und da hätte man sich vielleicht gar nicht erträumen lassen, dass man sowas jetzt heute digital und virtuell nur machen kann. Aber wir starten mit ein paar schönen Impressionen, und dann wünsche ich Ihnen natürlich und allen viel Spaß, vor allen Dingen Markus und Gerhard, bei der Küchenparty auf der Intergastra Digital. Das war's aus Hamburg erstmal. Einen schönen Abend und bleiben Sie alle gesund. Willkommen bei der Intergastra Digital Küchenparty. Wir freuen uns so saumäßig, dass ihr da seid. Gerhard, was haben wir denn heute vor? Also vor einem Jahr war Keltenhof & Friends auf der Intergastra. Wir wollen heute feiern, nach vorne schauen, weil in einem Jahr wollen wir auch wieder große Veranstaltungen miteinander feiern. Und lasst uns jetzt eine Stunde Spaß haben. Feuerfrei! Andi, Herr Keltenhof, Gerhard Daumüller macht seinen Cocktail. Komm, zeig uns, wie es geht, genau, Gerhard. Ich zeige es euch ganz kurz. Ihr alle habt ja einen Gin zu Hause und ein paar von euch haben so einen kleinen Teebeutel mitgeliefert bekommen. Tu den einfach in ein schönes Weinglas und lasst ihn mal ziehen. Er sollte nachher so aussehen. Genau. Und dauert noch eine Weile, oder? Es dauert eine Weile, deswegen fangen wir jetzt an, ein kleines Glas Champagner zu trinken. So für den Start. So für den Start. Alle miteinander. Zum Wohl. Gerhard Daumüller und der Steffen Tisch und der Stefan Lohnert. Und jetzt würde als nächstes der Herr Daumüller kommen. Der möchte nämlich gern mit dem Lucky Maurer sprechen. Der Lucky Maurer müsste auch schon startbereit sein. Ja, gucken wir mal. Da sehen wir uns schon. Jetzt müsste die Messi den Lucky irgendwie groß bringen. Und dann können wir loslegen. Ja, ja, Lucky. Also, jetzt ist der Lucky, super. Hi, Lucky. Okay. Ich hoffe, er kriegt einen Ton. Aber ich würde jetzt einsteigen. Ich glaube, der Mann hat Schleudertrauma. Der war heute auf der Rennstrecke. Er hört uns. Hörst du uns? Ja, siehst du, dann ist ja gut. Aber wir hören ihn nicht. Aber wir hören dich nicht. Ja, Lucky, noch einmal dein Mikro an. Lucky, sein Mikro ist aus. Du musst dein Mikro anmachen, Lucky. Lucky, geh an dein Mikro. Dein Mikro anmachen. Jetzt bist du an. Jetzt! Hey. Super, geil. Ja, die Technik und ich. Ja, ja, die Technik, das macht überhaupt nichts. Herzlich willkommen. Wird schon blau, seht ihr das? Wird schon blau. Sensationell. Das ist auch bei uns noch mit blau werden, Lucky. Ja, du warst heute auf der Rennstrecke unterwegs. Ja. Du wolltest ja hier sein vor Ort und warst verhindert, aber
erzähl mal, wie das war mit meinem, also mit meinem Idol, mit dem Walter Röhrl. Ja, gut, ne? Vor allem, wenn jemand so gut Auto fahren kann wie der Walter Röhrl, fürchtet man sich auch nicht, wenn man da in so einem, ich sag jetzt mal, Auto, das von 2,8 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt, auf einem Flughafen, auf einem stillgelegten Flughafen rumfährt, war schon ganz lustig. Also man sieht es, ich schaue aus wie frisch geliftet. Luki, ja? Wie geht's dir gerade so? Du hast viele Projekte, ich weiß das. Gibt es ein paar Sachen, wo man von dir erwarten kann in nächster Zeit? Also prinzipiell muss ich sagen, geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. Also ich habe auch gar keine Lust mehr, mich mit dem ganzen C-Punkt-Thema jetzt da, und das wollen wir auch heute, glaube ich, nicht behandeln. Ne? Nein. Also, dass das letzte Jahr nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat, ist auch ganz klar. Aber ich denke, Gastronomie besteht auch darin, dass man sich neu erfindet, dass man neue Wege findet, neue Wege geht. Und wir sind gerade sehr, sehr erfolgreich mit unserem Shop, mit unserem Online-Shop, mit unserem Vertrieb und mit unserer Fertigung von, ja, ich sage es jetzt mal, Fertigessen, und haben da zwei grandiose Partner. Also einmal ist es natürlich Otto Gourmet und dann ist es Porsche. Und der dritte Partner ist natürlich Tim Mälzer mit Kitchen Impossible, der uns jetzt in 9000 Boxen untergebracht hat. Und so macht es halt schon Spaß, sage ich mal, nicht ganz untätig zu sein. Und in der Zwischenzeit habe ich jetzt zwei Bücher geschrieben, also Kochbücher. Ja, machen wir ein bisschen Fernsehen. Das hört sich immer so toll an, ich habe zwei Bücher geschrieben, aber im Endeffekt haben wir nur Essen fotografiert und die Rezepte dazu gemacht. Also bei uns passiert sehr viel und wir sind auch, ehrlich gesagt, positiv. Und ich glaube auch, dass es im Sommer besser wird. Dass es ab Mai wirklich dann peu à peu, so wie letztes Jahr, wieder losgeht. Und wir spätestens im Juni, Juli, sage ich jetzt mal, zumindest wieder ein bisschen zur Normalität zurückgekehrt sind. Und ich sehe das positiv und da freue ich mich drauf. Schau, gut, dass du das Wort Corona nicht benutzt hast, weil wer heute Corona sagt, muss direkt einen Schnaps trinken. Das haben wir so ausgemacht. Ich habe dir schon einen Ballon hingerichtet. Dann fang du mal an. Sehr geil. Du hast zweimal im Mund genommen. Ich hab's gesagt. Nee. Und Luki, ja? Eins noch. Im Story deine Mannschaft und alle Mitarbeiter. Wie fühlt ihr euch gerade im Moment in der Zeit? Es hört sich lustig an, aber wir sind ja quasi auf Notbesetzung. Also wir haben ja in allen Betrieben, also in allen gastronomischen Betrieben, die wir haben, also auch mit meinem Bruder und im Hotel haben wir 120 Mitarbeiter und die meisten sind in Kurzarbeit. Wir müssen nicht trinken, oder was? Ich denke, ja, du musst doch trinken. Du? Hört ihr mich noch? Ja. Wir hören dich, super. Wir sind bei dir. Also wir haben ja, also in allen Betrieben haben wir 120 Mitarbeiter, die meisten sind in Kurzarbeit. Das Catering ist gerade tot, das Hotel ist zu, aber die Physiotherapie ist offen, die Reha-Klinik, unsere eigene Reha-Klinik ist offen, dann die Manufaktur vom Steuer ist offen, die Landwirtschaft läuft natürlich. Wir arbeiten jetzt hier draußen in Schergengrub, arbeiten wir zurzeit nur mit 6 Leuten, aber alle auf Vollgas, also wirklich auf Hochtouren. Und das Waldschlüssel haben wir jetzt spontan zur Produktionsküche umgebaut und machen also täglich 550 Gläser, also Essen im Glas, vom Bœuf Bourguignon über Gulasch bis hin zu, also wir machen halt quasi jetzt so wie Babybrei in Schön, machen wir gerade Essen in Gläsern, fertigen das. Und also alle Betriebe haben wir jetzt momentan noch 30 Leute laufen, von eigentlich 120. Okay. Ja. Bleib bei uns, bleib bei unserer Party. Irgendjemand hat das blöde Wort jetzt gesagt, jetzt müssen wir ein kurzer trinken. Das ist wirklich... Also der Steffen also, hat gesagt, jemand hätte das Wort gesagt, damit er einen Schnaps kriegt. Egal. Auf euch. Abstand. Wichtig ist auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit, genau. Und auf Luki vor allem. Und an der Stelle geht es jetzt eigentlich direkt weiter auch. Und zwar schalten wir zur Messe und da gibt es eine tolle Veranstaltung und da müsste jetzt eigentlich der Markus Tischberger auf uns warten. Das wäre dann unsere nächste Schalte. Bis der zugeschaltet ist, trinken wir einfach nur einen, oder? Ah ja, klar, da trinken wir nur einen. Genau, da gibt es nämlich eine Veranstaltung, die heißt Koch des Jahres und da werden wir jetzt live dazugeschaltet und der Veranstalter, in dem Fall der Verantwortliche, ist der Markus Tischberger und der wird uns gleich was dazu erklären. Auf euch!
Ja, wir sind durch. Achso, ihr habt nur durch. Markus ist noch nicht da. Markus ist noch nicht da. Markus ist noch nicht da. Das heißt für euch, Jungs, weiter trinken. Aber wir könnten mal einen Schwenker, nach denen auf unseren Monitor machen. Auf dem Monitor da hinten ist nämlich unser lieber Kollege Franz Feckel zu sehen mit seinem Team. Die feiern nämlich. In Freiburg? Ja, oh, wie schön. Simon, kannst du noch ein Stück zur Seite gehen? Ja, genau. Jetzt bitte. Da hinten sieht man. Franz, siehst du uns? Siehst du uns, Franz? Kannst du uns sehen? Genau, da ist der Franz Feckel mit seinem Team da hinten auf dem Monitor. Die feiern kräftig mit. Ganz oben ist der Franz Berlin. Auch dort wird gefeiert. Und unten ist der Markus Grietsch. Leider haben wir keinen Ton zur Mannschaft, aber man sieht, die Jungs sind alle am kräftig mitfeiern, haben alle volle Gläser auf euch. Auf euch, jetzt hat uns der Franz gehört. Franz, auf dich. Und auf dich, Markus, natürlich auch. Und auf den Franz Berlin, doppelter Franz. So, jetzt. So. Okay. Oh ja. Das nächste, was auf unserer Liste steht, wäre die Schalte zum Ralf Jakomeit. Der Ralf Jakomeit wäre da, den können wir zuschalten, oder? Dann überspringen wir den Koch des Jahres, der kommt dann gleich. Ralf, hörst du uns? Ja, ich super. Grüß euch miteinander. Ja, super geil. Schön, dass du da bist. Selbstverständlich. Ja, cool. Also, mein Teebeutel ist auch schon soweit durch. Ich darf es jetzt einfach mal probieren. Boah, top. Klasse. Wir haben keinen Ton, schreibt der Franz Deckel. Geile Farbe, hä? Nicht schlecht. Braucht man Eiswürfel dazu? Geht das so auch, oder? Gut. Das schadet ganz nicht. Gut. Ja, jetzt muss ich irgendwo Eis organisieren. Also ja, das wird nicht ganz so einfach. Dürfen, hätte auch keiner trinkt nur so. Ja, trinkst du so, das schmeckt. Verschluck dich nicht an deinem Teebeutel. Du, Ralf, wie geht's dir? Wie läuft's bei dir? Erzähl uns ein bisschen was über dein Geschäft. Mei, wir sind alle gesund und munter. Ich habe noch nie so viel am Familienleben teilgenommen wie momentan. Es macht ja bedingt Spaß, sage ich jetzt einmal, weil das Rumtouren macht natürlich weitaus mehr Laune, wie den ganzen Tag zu Hause zu sitzen. Aber also, wir nutzen die Zeit relativ gut. Und halten wir uns halt sporadisch mit lustigen Sendungen und Live-Shows und Online-Kochkursen über Wasser. Und ja, im Oktober kommt ein Familienkochbuch raus, wo ich momentan gerade dran bin, mit der kompletten Family zum Schreiben. Also das macht auch richtig, richtig Laune, weil also wir haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht wie in der jetzigen Lage. Lager wieder. Schön. Das ist auch schön. Mit der ganzen regionalen Rückbesinnung. Wir trinken auf jeden Fall auch auf dich, Ralf. Das ist halt schon überschwemmt. Und rechnen natürlich fest damit, dass wir uns im Sommer wieder sehen. Die alte Mannschaft bei unserem Jahresausflug. Das Wakeboard ist frisch gewachselt, das darfst du glauben. Das Wakeboard ist frisch gewachselt, ja. Also gut, dann saufen wir wieder ab auf dem Bodensee. Der Steffen grinst auch schon da hinten im Hintergrund. Also muss man dazu sagen, dass der Steffen und der Ralf natürlich die besten Wakeboard-Fahrer sind, die wir in der Mannschaft haben. Und warst du auf dem Klo oder was? Also was? Also ich weiß jetzt klipp und klar, warum ihr so viel Alkohol habt, weil ihr seid nämlich nur, ihr müsst euch gegenseitig hübsch trinken, oder? Sieht ihr das ja, richtig? Unbedingt. Ja, in dem Fall habe ich natürlich nicht. Bei mir schaut das weitaus besser aus. Du weißt ja, dass die Friseure wieder aufgemacht haben, oder? Naja, ich brauche keinen. Ich hau zweimal die Tür gescheit zu und dann ist das, hat sich das auch erledigt. Also ich wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Abend. Ich muss mir jetzt da ausklinken, weil wir mir in einer knappen Stunde, ich weiß gar nicht, wie spät das ist, ja doch, wir gehen mal in einer Stunde live bei der Mediamarkt Koch Show. Und ja, die warten schon alle, die sind schon alle in die Startlöcher und schauen schon ein bisschen mit die Hufe. Deswegen. Also wenn ihr hier fertig seid, dann könnt ihr direkt zum Ralf. Ja, genau. War nicht schlecht, dann kennst du gleich. Dann nehmen wir einfach alle, die jetzt zuschauen, mit. Und gleich mitkochen. Schön, dass du dabei warst, Ralf.
Cool, hä? So, als nächstes auf unserem Zettel steht: Der Steffen und der Simon stoßen an. Fällt uns nicht schwer, gell? Zum Mode. Nein, als nächstes haben wir wieder eine Schalte. Jetzt gucken wir mal. Sind wir da jetzt beim Team von der Messe inzwischen durchgedrungen? Gibt es da inzwischen was Neues mit meinem Knopf im Ohr? Leider noch nicht erfolgreich. Noch keine Info von Hamburg. Dann habe ich hier vorne aber schon im Bild den Nelson Müller. Der kommt erst später dran. Der kommt erst später dran. Nelson, magst du jetzt schon früher dran kommen? Oder zweimal von uns aus sogar. Tassen hoch, alles klar. Tassen hoch. Nelson läuft. Das ist nicht der Nelson. Das ist mein Nelson. Nelson. Der ist ja eigentlich nicht zu erkennen. Hast du was zum Trinken? Das ist mein Part. Was hast du gesagt? Buh, hast du was zum Trinken da? Ja, sicher habe ich was zum Trinken. Siehst du doch. Ein freier Wart für die Mahnung auf. Warte mal, ich trinke jetzt hier den Kräutertee. Nelson, mein Lieber, wie geht's dir? Schönes Bild dahinter. Ja, du, wir sind ja alle zusammen. Wir hier trinken alle schön. Warte mal. Büroteam am Start. Ja. Wie geht's euch in der Schote? Seid ihr im Endeffekt gerade schon schön startklar? Tagesbahn läuft ja ganz gut. Du, ja. Jetzt mal ein bisschen eingefroren, haben wir schon immer gemacht, machen unsere Genussboxen fleißig und haben festgestellt, dass wir jede Menge zu tun haben und das Ausruhen, von dem so viele reden, das trifft auf uns jedenfalls nicht zu, Gott sei Dank. Und ja, wir kämpfen uns durch und machen es wahrscheinlich wie viele andere auch, Alter. Sehr cool, sehr cool. Nee, das freut mich, sehr cool. Wann gibt es den nächsten Lebensmittelreport von dir, der wirklich immer sehr spannend ist und dementsprechend auch wichtig ist für uns als Branche, dass im Endeffekt haben wir ein bisschen so aufgezeigt, was da abgeht. Dann geht es weiter im CDF? Im Herbst gibt es einen Film zum Thema Bio. Da sind wir bei dir genau richtig. Müssen wir dich ja eigentlich mal besuchen gehen. Ich hatte ja schon das große Vergnügen, bei dir mal ein bisschen reinzuschauen. Sehr geil. Aber das werden wir natürlich noch mal hinterleuchten. Weil ich glaube, da sind für viele eben auch Fragen da, was ist wirklich Bio oder welche Vorteile hat Bio und natürlich die ganzen Farmer oder Züchter, die eben konventionell arbeiten, haben natürlich da auch alle immer ihre Einwände und Gründe, warum sie jetzt vielleicht nicht Bio machen oder was an Bio dann wiederum schlecht ist, so dass man eigentlich mit ganz vielen Fragezeichen unterwegs ist, wenn man einkauft und ja, auch für uns Gastronomen tun sich viele Fragezeichen auf, glaube ich. Und das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Film. Da freue ich mich drauf. Absolut, sehr gut. Es wird auch Zeit, dass man es auch mal aufdeckt, wie die Kategorisierungen sind. Aber wenn du zu mir kommst, weißt du ja Bescheid, wie letztes Jahr vorletztes Jahr, wo Ralf und Viola, also Ralf Zacher, geheiratet hat. Wenn du das nächste Mal zu mir kommst, dann werden wir das tun, was wir am besten können. Also stoßen wir mal an, ob das, was wir am besten können, wir zwei. Simon. Ja. Wo hast du da geschlafen eigentlich, als wir da, als wir da gefeiert haben? Warte, ich gehe ein bisschen nach hinten kurz. ja, wenn du schon diese Steilvorlage jetzt liegst, ich habe eine kleine Anekdote, wo Ralf Zacherl vor zwei Jahren auf der Alp geheiratet hat. Dachte ich und Ralf, wir müssen noch mal kurz losziehen vor der Hochzeit. Und kurz vor sechs morgens wollte ich eigentlich in mein Bett gehen, bin vor der Tür gestanden, aber habe vergessen, dass ich beim Nelson im Auto meinen Hausschlüssel hatte und bin dann bis um 10 vor der Haustür gelegen, habe geschlafen. Danke, Nelson. Geil. So ein Sonnenbrandkult. Sehr geil. Nee, aber Nelson, ich freue mich, dich wieder auf der Schwäbischen Alb begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, jetzt trinken wir einen, oder? Ja, und wir trinken jetzt nicht nur einen auf Nelson, auch auf den Nelson, aber wir trinken vor allem einen auf den Simon. Weil der Simon hat nämlich einen Stern. Und er hat noch einen grünen Stern, das kommt noch oben drauf. Ja? Simon, frisch gekürter Ein-Sterne-Koch, grüner Ein-Sterne-Koch. Mega. Glückwunsch. Auf dich. Ja, vielleicht vielen Dank, aber auch das Thema vielleicht mal anzusprechen grundsätzlich. Nelson hat ja das Thema gerade auch gesagt, das Thema Bio, das Thema Nachhaltigkeit. Es ist natürlich ein Thema, aber muss es halt auch, das Thema Nachhaltigkeit geht gerade viel um. Bloß man muss es, glaube ich, auch sorgsam schützen. Und ob jetzt Bio oder regional, es geht immer, glaube ich, um das Thema Konzept.
Und ich glaube auch, das Thema, was natürlich schön ist, dass natürlich auch so ein Führer wie der Michel Lorre jetzt sagt, okay, wir setzen uns dafür mehr ein, natürlich zusätzlich. Es geht natürlich nicht an den richtigen Stern ran, aber sich dementsprechend mal einen Ansatz. Und ich glaube, darum geht es auch. Und jeder von uns hat die Chance, es dementsprechend auch wirklich Step by Step. Denn wie nach dem Motto, Rom wurde auch nicht in einem Tag geschaffen. Und so ist bei der Nachhaltigkeit das Gleiche. Deshalb denken wir erstmal auf die Gesundheit, würde ich sagen, jetzt, oder? Ja, genau. Immer. Auf die Gesundheit, auf euch alle, die ihr da draußen zuschaut. Und guck mal, der Lucky ist auch noch am Start, der Nelson ist noch am Start. Und da oben wartet nämlich schon einer. Da oben wartet nämlich schon einer und das ist nämlich der Marco Müller. Der Marco Müller, der hat ein breites Grinsen im Gesicht, der scheint wahrscheinlich vom Joggen zu kommen. Servus. Ja. Nein, das kommt in der Tat davon, wenn ich euch zuhöre. Das macht Spaß. Ja. Auch die Geschichte, ja, die Nelson sozusagen angerissen hat, fand ich sehr lustig. Ja. Ja, wir sind ja nur Köche, aber wir geben unser Bestes für unseren ersten Livestream. Marco, schön, dass du dabei bist. Du warst ja erst letzte Woche hier in Böblingen. Ja, bei euch. Ja, war schön. Ja, super, freut mich. Bist du inzwischen wieder gut zu Hause angekommen? Was gibt's Neues bei dir im Geschäft? Was ist dein Plan für dieses Jahr? Ja, also wir sind wieder gut zurückgekommen. Und wir waren ja sozusagen, hatten ja die Ehre gehabt, der Traube Tonbach die gute Nachricht von ihrer Wiederbesternung überbringen zu dürfen. Und dann ging es am nächsten Tag bei mir auch gleich wieder zurück. Und ja, also wir haben ein sehr durchwachsenes Jahr, ne? Also auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, genieße ich gerade auch so ein bisschen die Zeit, auch die Zeit mit der Familie. Parallel machen wir aber halt auch mit unserem Zollhaus, mit unserem Zweitrestaurants ein paar schöne Pakete gerade, wo uns jetzt auch nicht ganz langweilig wird. Und wir machen da jetzt aber nicht irgendwie... In Berlin gibt es so ein unfassbar spannendes Angebot, was auch Essen angeht und To-Go angeht. Und wir haben gesagt, wir machen das, was wir können. Und wir versenden so kleine Menüs und die laufen auch sehr, sehr gut. Und da sind meine Jungs ein bisschen beschäftigt, wir auch. Und hoffen aber auf der anderen Seite halt auch, dass es bald wieder losgeht. Ne? Das hoffen wir ja alle. Ja. Du siehst so sportlich aus. Kommst du gerade vom Joggen? Ja. Oder? Hast du nicht, machst du es so wie ich, ziehst du dich immer sportlich an, wenn du im Fernsehen kommst? Nee, ich komme in der Tat gerade vom Sport. Ja. Kommt gerade? Ja. Und ich musste auch noch umziehen, weil ich wollte eigentlich normalerweise bei mir diesen Chat im Keller machen, musste aber feststellen, dass ich da unten keinen Empfang habe. Und wenn ihr sehen würdet, wo ich jetzt gerade sitze mit dem Kopf an der Wand, wo ich Empfang habe bei mir. Weil ich wohne ja so ein bisschen am Stadtrand von Berlin und... In Berlin an sich ist es schon schwer, einen guten Empfang zu kriegen. Aber da, wo ich jetzt gerade bin, noch viel schlechter. Aber schön, dass ich euch alle hier da habe. Ja. Das ist schön, das ist schön. Und der Gerhard? Hä? Du, ja. bist ja mit Marco da gewesen. Ja. Aber du durftest mir nicht sagen, aus welchem Grund. Jetzt weiß ich auch, aus welchem Grund. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt noch geheim. Ja. Ich durfte ja gar nichts wissen. Er durfte nichts wissen. Ah, du hast gar nichts gewusst? Nee, er wusste es auch nicht. Er ist hergeflogen, wusste, er muss irgendwas machen. Ach so. Und genau. So geheim war das. Ich dachte nur, das haltet ihr von mir geheim. Aber tatsächlich, ihr habt das alle nicht gewusst. Nee. Sehr schön. Ja, cool. Ja, Marco, ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen dabei. Auf jeden Fall. Kannst auch nachher duschen. Wir kriegen nichts. Alles gut. Wir haben noch ein paar interessante Gäste vor uns. Ja, schön, dass du dabei warst. Sehr cool. Viele Grüße nach Berlin. Dankeschön, auf euch, gell? Ciao. Tschö. Ja, Jungs, unser Fahrplan, den wir extra erarbeitet haben, ist, glaube ich, inzwischen für die Tonne. Macht keinen Sinn, weiter nach Fahrplan zu fahren. Wir stoßen einfach nochmal an. Timo. So. Total. Wir stoßen einfach nochmal an, genau. Und jetzt möchte ich dann, wenn wir bei dieser Runde angekommen sind, gern das Wort an Steffen übergeben. Ich in die Kamera, weil ich sehe nämlich, hier ist auch schon die Vicky Fuchs. Darüber. Und in die Alex Huber kommt erst. Alex Huber kommt erst. Alex ist noch nicht online, oder? Der war gerade da. Da ist er. Hi, Alex. Da ist er. Hallo, mein Lieber. Cool. Glückwunsch erstmal wieder zum Stern. Vielen Dank. Ja. Das kann ich nur zurückgeben und... Simon, alles Gute zum Polizeistern. Habe ich auch der Vicky schon gewünscht. Sie hat sich nicht auskennt, aber
Ihr glaube, ihr versteht es mich. Vielen Dank, Alex. Danke. Ja, Alex, so, erzähl doch mal, wie geht's dir? Wie geht's du, Steffen, also, zuerst muss ich mich entschuldigen, dass wir im Abstimmen haben wir nicht mehr geschafft. wir sind ja flexibel. Bin ja von dir gewohnt. Eben, habe ich mir gedacht. Wenn einer im Improvisieren stark ist, dann du. Du, soweit. Restaurant, was der ist ein bisschen langweilig im Moment. Ich sehe es ein bisschen ähnlich wie der Marco. Wir haben andere Stärken. Deswegen stürzen wir uns jetzt aufs Umbauen einer neuen Kochschule. Ansonsten geht es uns gut. Die Decke fällt uns auf den Kopf, aber wir sind guter Dinge, dass es jetzt irgendwann in den nächsten 18 Wochen wieder weitergeht. Also bist du genauso wie wir positiv gestimmt, immer nach vorne schauen, wir gehen weiter. Gell? Erzähl doch mal was über die Jeune Restaurateur. Ich meine, da gab es ja auch einen Haufen Auszeichnungen, grüne Sterne, die Heike Philipp hat eine Auszeichnung bekommen und Thema Nachwuchs und so weiter. Erzähl doch da mal was Neues. Du, da gibt es momentan noch mal einige Projekte. Also, ein Schmank aus deinem Leben sozusagen, ja. Die entscheidende Geschichte ist, dass ich gegen einen Schmausi beim Würfeln gewonnen habe. Na, Quatsch. Wir haben bei Schön Restaurateur viele Projekte. Sei es jetzt mit einer Digitalakademie, also wir wollen unsere Schulklasse erweitern und quasi so ein Digitalakademie wie so ein Lern-Netflix erstellen, da sind wir gerade dran und sind wir natürlich auch immer ein bisschen am Protestieren und versuchen immer so ein bisschen den Zusammenschluss der Gastronomie zu schaffen. Das stellt sich aber bei uns genauso schwierig dar wie bei allen anderen, die das versuchen wollen. Das sind jetzt mal so die Main-Projekte und klar freuen wir uns natürlich über diverse Auszeichnungen, die wir in den letzten Tagen bekommen haben. Viele haben ihren Stern bestätigt, beziehungsweise eigentlich glaube ich fast alle und haben wir grüne Sterne, wir haben ja das Novum, dass einer zwei grüne Sterne bekommen hat von uns. Mhm. Haben wir uns natürlich sehr gefreut drüber und habe auch mit allen schon angestoßen, zumindest virtuell. Also ich feiere schon ein paar Tage. Aber ich denke mal, du siehst es ähnlich wie ich, oder? Dass wir positiv, wenn es wieder losgeht, sind die Restaurants voll. Daran arbeiten wir an den neuen Gerichten und dann starten wir halt wieder mit positiver Energie durch und dann treffen wir uns auf der nächsten Tagung und gehen den nächsten Themen an. Ja, so ist es. Also ich arbeite an neuen Gerichten, du hast ja schon seit 6 Jahren die gleichen und deswegen machen wir uns da nichts vor. Na Quatsch, natürlich hoffen wir alle, dass es dann auch wieder ordentlich weitergeht. Ich glaube auch, dass dann auch die Leute direkt in die Restaurants strömen, weil ich ja glaube, dass zumindest das Reisen noch ein bisschen ausbleiben wird. Ich würde mich ja schon freuen, wenn ich meine österreichischen Freunde mal wieder treffen würde. Da hätte ich endlich auch mal wieder richtige Gegner an der Bar, aber ansonsten glaube ich, passt schon alles. Alex, alles Gute, hoffentlich bis bald. Und dann euch auch. Dann ich wieder Vollgas durch und wünsche dir alles Gute und bleib noch bei uns. Wir haben noch ein paar Gäste, wir feiern zusammen und ja, bis dann. Steffen, ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage, Steffen. Machen wir mal was Neues. Hast du einen neuen Friseur? Nur deswegen. Das hat alles anders gemacht. 10% gewinnen wir. 100% guten Anwalt. Ohne, dann stimmt das. Wenn die Kameras einziehen, dann hat man keinen Ton. Jetzt kriegen wir es. Bei uns ist alles legal momentan. Legaler Herrscher. Nein, legal ist bei uns auch der Friseur, aber du musst ja einen neuen haben, weil das ist ja Wahnsinn. Das sieht aber aus wie eine Maschine. Also sonst die Rückkopplung ist sonst wieder zu laut. Ich weiß ja jetzt schon. Ja. So, Timo. Ja, geil. Schalt den Huber. Schalt den Huber mal ab. Der Timo hat ja schon 20 Jahre einen neuen Friseur, du. Mal, jetzt ist er geil.
Ja, cool. Alex, vielen, vielen Dank. Meister Propo. Bleib dabei. Bleib dabei. Genau, geil. Als nächstes, der Alex war ja mit dabei. Für die, die es nicht wissen oder die Keltenhof-Party nicht live mitbekommen haben. Die Keltenhof-Party war letztes Jahr live auf der Messe in Stuttgart. Und derjenige, der die Keltenhof-Party veranstaltet hat, war der Gerhard Daumüller. Das ist nämlich der Chef von Keltenhof. Für die, die noch nie guten Salat gegessen haben. Gerhard, erzähl mal, was ging bei der Keltenhof-Party? Wer war alles da? Was war das Coolste an dem Abend? Das bin ich. Ich habe eigentlich erinnern wir uns alle sehr, sehr gut an diese Party, weil es war die letzte Party, die wir gefeiert haben. Und die war auf der Intergastra. Wir hatten ein tolles Programm. Einmal war 3 Tage lang das JAE-Genussnetz oben auf, im VIP-Bereich unterbracht und hat eine super Herberge gefunden. Und dann war Sonntagabends Keltenhof & Friends Party mit ganz tollen Gästen, also wahnsinnige Gäste, aber auch mit einem tollen Programm mit Partnern aus dem JAE-Genussnetz von den schönen Restaurateuren. Der Alex Huber war dabei, es war der Franz Feckel dabei, es waren ganz, ganz viele dabei. Ich will jetzt keinen vergessen, deswegen keine Namen mehr. Aber es waren auch ganz tolle Partner aus dem Lebensmittelbereich dabei. Und wir hatten ein wunderbares Programm, umrahmt mit einer Musik. Nelson Müller hat alles aufgefahren, was da war. Ich habe ihn angerufen und er hat gesagt, hey, ich bringe meinen Freund Rolf, übrigens zu dem kommen wir nachher noch, und die Cassandra Steen mit. Ich habe gesagt, ist das nicht ein bisschen viel? Und er hat gesagt, das sind Freunde von mir, mache ich gerne, wenn es in Stuttgart stattfindet. Und ja, es war mega. Wir hatten alle viel Spaß, kulinarisch was zu bieten. Und ja, was soll ich sagen, nächstes Jahr hoffentlich klappt es, dass wir wieder mit Leuten, auch mehr Leuten wie sonst zusammenkommen können. Und eins an der Stelle, das Keltenhof-Team, die Keltenhof-Familie, die Intergastra-Familie, die JAE-Familie, vielen, vielen Dank nochmal für diese Wahnsinns-Performance letztes Jahr. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr wieder so geht. Und heute haben wir eine Mutmach-Veranstaltung, deswegen lauter Good News. Und was ist die nächste Good News? Wir stoßen an, oder? Nächste Good News ist, wir stoßen an. Oh. Und zwar, auf wen stoßen wir diesmal an? Auf den Herrn Lohnert. Ja, das ist ja ganz klar. Genau, auf den Herrn Lohnert, genau. Das ist immer Lohnert, das ist der Stefan. Der Stefan in dem Fall, ja, genau. Und für diejenigen, die den Herrn Lohnert noch nicht persönlich kennengelernt haben, der Herr Lohnert ist der Chef von der Messe in Stuttgart. Somit auch automatisch Mitveranstalter von der letzten Keltenhof-Party und natürlich auch von dieser Keltenhof-Party. Herr Lohnert, zur Messe in der Gastra Digital, wie ist es gelaufen? Zur Messe in der Gastra, ja, ein Erstaufschlag, ein Sidestep, wie man so schön sagt, eine Veranstaltung, die zwischen den Intergastra-Jahren liegt und zwar wirklich gelegen und wichtig daran, zwischen diesen beiden Veranstaltungen die Kommunikation aufrechtzuerhalten, weil wir sehen auf der einen Seite die Notwendigkeit der Branche, hier weiter zu kommunizieren mit ihren Kunden, mit unseren Ausstellern. Das ist ein ganz großes Thema dieser Tage. Jeder hängt von uns an irgendwelchen Bildschirmen und kommuniziert, ja, aber alles zweidimensional. Und das, was wir vermessen, das, was wir vermissen, ja, das ist im Prinzip das, was wir letztes Jahr hatten. Mit der Intergastra, mit der IK, über 100.000 Gäste waren bei uns auf dem Campus. Und das ist so ein Spirit, da spürt man, wie wächst man zusammen, wie gehört man auch zusammen. Wir als Messe Stuttgart, wir sind gleichermaßen Gastgeber wie ihr alle als Gastronomen auch. Wir arbeiten dran, dass wir relativ bald hier wieder öffnen können, in kleinen Einheiten, aber dann konzentrisch nach außen in ein richtig großes Format. Wir freuen uns, vielen Dank für das Zugeständnis, nächstes Jahr wieder die große Keltenhof-Party zu machen. Ja, und gerade fiel die Vokabel Mutmacher-Veranstaltung. Und das ist ganz wichtig heute, sagen wir mal so, zwischen ein Jahr Lockdown. Ja, wir haben wirklich ein Jahr nichts, aber wir haben eine gute Perspektive und wir müssen Mut machen und wir stehen alle dahinter und wir bieten auch der Politik uns selber als Gesprächspartner an, um die Maßnahmen, die die Politik verabschiedet, nachher auch umzusetzen. Ja, und wir wissen, wir können es und wir wollen es beweisen. Deshalb lasst uns
ganz bald hier diesen Beweis antreten, damit wir wieder zusammenkommen können und richtig zusammen feiern. Anstoßen tun wir ja schon hier jede Menge. Ja. Und ich freue mich wirklich drauf. Das ist ein ganz tolles Bündnis. Aber das ist cool. Gemeinsam ist viel möglich. Ja? Das müssen wir einfach sehen als Branche. Wir müssen einfach nach vorne gehen. Ja? Ein Unternehmertum, die nichts tun, ist keine Alternative. Wir gehen nach vorne. Ja? Und das wollen wir auch heute so signalisieren, dass wir einfach nach vorne gehen, dass wir wieder in einem Jahr eure Messe beleben, zum Beispiel. Ja? Ich sehe das vor mir und ja. Jetzt müssen wir trinken. Ja, jetzt müssen wir trinken. Ja, also wir sehen es alle. Wir sehen es alle vor uns. Wir sehen es alle vor uns. Inzwischen wird es auch ein bisschen schwierig mit dem Moderieren. Schlagen wir mal den Bogen. Offensichtlich hat die Messe Stuttgart genauso ein geiles Hygienekonzept wie die Gastronomie auch. Auch wenn es im Moment noch nichts bringt, aber vielleicht in Zukunft. Und wenn wir mal von geilen Gastronomen sprechen, dann gehen wir jetzt mal nach da hinten an den Bildschirm. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Seht ihr mich? Und haben die auch einen Ton jetzt da drüben oder gibt es nur ohne Ton? Ich habe keinen Ton. Also, nur mal kurz für alle, die jetzt noch draußen zuschauen, um das mal vorzustellen. Alle, die hier auf dem Monitor zu sehen sind. Das ist der Franz Berlin, der sich da gerade einen Ast ablacht. Leider gibt es von der Seite auf diesem Screen keine Tonübertragung, ist leider nicht möglich, wegen der Rückkopplung. Also der da gerade so kräftig feiert mit dem JRE-Oberteil, das ist der Franz Berlin. Genau. Und nebendran, der mit der Mütze, der coole Socken, das ist der Sören Anders vom Turmberg. Dann haben wir hier noch den Typen mit der coolen Frisur. Also, der mir meint, das ist mein Zwillingsbruder, ja, das ist der Markus Grietsch. Den kenne ich auch schon 100 Jahre. Und dann haben wir hier unten unseren Nachbarn, gleich hier eine Gemeinde weiter in Ening, das ist der Franz Feckel. Wie so oft. Das ist der Franz Feckel vom Landhaus Feckel. Den haben wir hier, der sitzt auch mit seinem Team in der Küche. Die scheinen offensichtlich keinen Ton von uns zu haben, aber an der Stelle trotzdem, Franz, schön, dass du dabei bist mit deinem Team. Und dann haben wir hier noch den Raphael, Ialniello. Der Raphael, den kenne ich noch von der Meisterschule, ist auch schon eine Ewigkeit her. Guck mal, der Franz, jetzt zeigt er. Franz, der Ton ist hier links unten, nicht der Ton, in der Mitte. Franz. Der Franz sucht noch den Ton, ja. Links in der Mitte. Aber egal, an dieser Stelle, auch wenn ihr keinen Ton habt, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer kleinen Küchenparty live mitfeiert in eurer Küche. Und wenn ich jetzt nach hinten auf meinen Monitor schaue, dann sehe ich hier den nächsten Auftritt für den Steffen Disch. Der darf nämlich mit der schönsten Frau des Abends sich unterhalten. Steffen, komm nach vorne. Vicky Fuchs ist am Start. Mach jetzt keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Wir hatten es ja gerade von Mutmachveranstaltungen. Gemeinsam sind wir stark. Und na, jetzt kann ich halt den Porsche als nächstes JRE-Mitglied. Victoria Fuchs, also Vicky, hallo. Hallo, herzlichen ihr. Glückwunsch erstmal zum grünen Stern. Ja, trinken wir einen Tag, gell? Okay, ja, alles gut. Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hörst du uns? Ich höre euch super. Hört ihr mich auch? Super. Wir hören dich auch. Wir hören dich auch super. Hervorragend. Nee, toll. Die knallen wieder durch hier. Ich sehe schon, bei euch läuft es ganz gut. Parallel Gin und Champagner. Also ich sehe sehr gut. JRE-Mitglied, gemeinsam sind wir stark. Mutmachveranstaltung, du bist ja auch immer positiv. Erzähl doch mal über das Spielweg. Ja? Ihr eigene Jagd, Käserei, Wurst selber machen, Nachwuchs und. Erzähl doch mal, ein ganz toller Betrieb übrigens, gerade um die Ecke von mir. Und ich bin sehr gerne bei euch, aber erzähl doch mal, was ihr so macht und wie du dich so fühlst. Tschüssi, es war eine sehr schöne Anmoderation, vielen Dank. Genau, also ich bin die Vicky aus dem Spielweg und wir haben einen Familienbetrieb oben im Schwarzwald. Und ich habe gerade noch eine Kochjacke an tatsächlich, weil wir sind ein ganz großes Ausbildungshaus und ich bin im Moment die ganze Zeit alleine mit 5 bis 9 Azubis in der Küche, die mich regelrecht ganz oft absolut wahnsinnig machen und dann mag ich sie doch wieder sehr.
Und wir machen auch Boxen und backen wahnsinnig viel Brot und machen Salamettis und Wurst. Und ja, ich denke einfach, dass wir gerade auch jetzt in den Zeiten dürfen wir nicht anfangen, keine Azubis einzustellen. Wir dürfen nicht anfangen, die Lehrstellen unbesetzt zu lassen, weil sonst stehen wir einfach in 3-4 Jahren da und uns ein wahnsinniges Loch im Gegensatz zu, was jetzt schon, wir sind ja jetzt schon nicht die Stärksten im Nachwuchs. Aber wenn wir jetzt eben nicht anfangen auszubilden, wann eben dann? Und deswegen, ich habe auch schon wieder 2 eingestellt für dieses Jahr und ja, bei uns läuft es ganz gut. Also wir sind auch alle in Kurzarbeit und alle anderen, aber die Azubis sind hier und wir haben Lust, was zu lernen und ja, was soll man machen? Wir fangen jetzt aber auch nicht um 7 an. Kurzarbeit und du alleine mit Azubis, was macht denn dein lieber Mann? Lutscht ja, ja gut, also natürlich, Johannes ist auch noch da, aber Johannes hat im Moment diverse Probleme mit 4-5 Schweinchen, die andauernd irgendwelchen Wiesen umgraben, deswegen müssen wir die gerade noch nebenbei. Ihr habt auch eigene Schweine. Nee, es geht um Wildschweinchen. Ach, Hettisch, okay. Du weißt okay. Doch, dass wir keine Schweine haben. Ja. Nein, also der ist noch auf der Jagd und macht nebenbei noch sehr viel Käse für den Online-Shop. Also ja, Johannes ist natürlich auch noch dabei. Kann ich übrigens auch nur empfehlen, den Münstertäler Spielwegkäse, wunderbares Produkt. Mhm. Und schön von dir zu hören, vor allem eben die positiven Nachrichten, weil bin ich ja eh gewohnt von dir, immer nur positiv sein. Und, das soll man auch anders machen. Genau, so geht's voran und so starten wir auch wieder durch und ich freue mich auf bald. Auf jeden Fall. Prost euch alle und eine schöne Küchenparty noch. Danke, Vicky. Vicky, ich hoffe, du bleibst noch bei uns, feierst mit uns und Prost auf Vicky. Auf die Vicky. Zum Wohl. Auf die Vicky. Wie schon die Römer sagten, Veni, Vidi, Vicky. Ja, anstoßen, genau. Und dann alle da draußen stoßt an. Ganz kurz fürs Protokoll nochmal. Andi, in deine Kamera, oder? Ja, also ganz kurz nochmal fürs Protokoll an der Stelle. Moment, ich muss ein bisschen leiser machen, höre ich gerade in meinem Kopfhörer. So, ganz kurz nochmal fürs Protokoll an der Stelle. Alle Beteiligten heute Abend sind natürlich Corona getestet. Die ganze Veranstaltung ist natürlich auch beim Gesundheitsamt angemeldet. Ich weiß nicht, ob das durchgängig eingeblendet wurde, aber für den Fall, dass da draußen irgendeiner am Austicken ist. Du hast das C-Wort gesagt. Habe ich das C-Wort gesagt? Ja, du hast das C-Wort gesagt. Also wir sind negativ getestet, aber positiv gestimmt. Aber positiv gestimmt. Ich habe für euch frische Gläser. Und als nächstes kommt der Gerhard Daumüller dran. Der hat nämlich einen neuen Gast zu begrüßen. Lieber. Grüß Sie. Ja, liebe Grüße nach Sylt. Ja. Hey, wir vermissen dich hier. Wir vermissen dich hier sehr. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sehr gut. Passt. Also, lieber Brüssi, wir vermissen dich in Stuttgart. Aber du bist gut angekommen. Wir haben gehört, dass es dir gut geht. Gleich mal Einstieg. Wie viel Getränkepositionen hat die Sansibar auf seiner Karte? Ich glaube, das variiert täglich. Also ich glaube, wir sind jetzt bei 1300 steigend. Und es werden mal mehr, mal weniger, aber eher mehr. 1300? Ja. Hey, Jungs, wir müssen uns anstrengen. Aber wie war es so für dich jetzt? Du bist nach Sylt gekommen mit deiner Familie, du bist da hingezogen. Du wurdest bestimmt herzlich aufgenommen, aber wie war es so? Wie war es für dich? Ja, es war ein Riesenschritt, aber wir bereuen keinen Millimeter, keinen Zentimeter hier oben. Wir fühlen uns sehr wohl. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen in der Sansibar oder auf der ganzen Insel. Also wir haben sehr schnell Anschluss gefunden. Ja, das kann man auch so sagen. Wir gehen, wenn man hier oben lebt, das ist wie Urlaub. Ne? Das ist, man arbeitet zwar, aber die freien Tage, die genießt man auch am Strand mit den Kindern, am Meer. Mehr geht nicht. Ihr hattet ja einen super Sommer 2020 und dann kam wieder das Ding. Aber
ihr habt ja wahrscheinlich Feuer frei, wenn es jetzt losgeht. Das ist ja Wahnsinn. Dann stürmen euch die Leute, oder? Ja, wenn die Tore aufgehen, ja, aber wir sind gut vorbereitet. Das haben wir nach dem ersten Lockdown auch gut hingebekommen mit Kontrolle, mit Absperrung, mit ja, wirklich nur mit Reservierung. Und das werden wir auch diesmal hinkriegen. Ich hätte auch noch eine Frage, Sebastian. Ja. Eine Frage. Rüssi, hör zu. Eine Frage. Auf Instagram gehst du jeden Morgen baden. Meine wichtige Fachfrage ist, hast du schon das Seepferdchen jetzt? Ja, wir sind schon weiter als Seepferdchen. Wir sind... Ja, das ist ein schöner Nebeneffekt. Wir gehen morgens um 8, ab 9 in die Nordsee. Wir wollten eigentlich am 1.11. abbaden. Da lagen wir, glaube ich, bei 14, 15 Grad Wassertemperatur. Das geht doch. Aber irgendwie haben wir es nicht geschafft und sind jetzt bei 1 Grad Wassertemperatur angekommen. Und also. Ja. Ist auch gut. Auch, ich denke mal, persönlich für alle Köche, sagen wir mal, fürs Ego auch, wenn bei 14, minus 14 Grad, da wird er nicht immer kleiner wahrscheinlich, oder? Ja, der kommt jetzt gar nicht mit. Ja, ihr habt ja die SG Nord gegründet, habe ich gehört. Genau, die SG Nord. Wer ist das alles? Das ist der Basti Falkenroth, der Ben, der Restaurant-Sommelier vom Restaurant Jörg Müller, der Mario von der Creperie, ja, und ich. Ja, feiert ihr jetzt in eurer Küche? Seid ihr da? Seid ihr live? Ja, siehst du ja, ne? Also, wir sind live bei mir daheim. Ich habe mir die Disco-Kugel angeworfen. Ja. Also, bleib uns treu jetzt am Bildschirm. Wir feiern jetzt durch. Pack jetzt deinen blauen Gin ins Glas, weil das tun wir demnächst auch. Und dann geht's die nächste Stufe. Sehr schön. Vielen Dank. Feiert schön. Viele Grüße. Liebe Grüße. Tschüss. Ciao. 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 Cool. Grün Party. Ja, genau. So, als nächstes auf unserem Zettel steht. Und einen Rhythmus. Gehen wir nochmal nach da hinten. Guck mal, die sehen jetzt so aus, als würden sie. Die hören was. Hören die was? Hören die inzwischen was? Lass mal fettig sprechen. Komm. Der ist ja gerade ums Eck. Guck mal, jetzt zieht er schnell seine Maske auf. Hallo? Na, leider hört man da nichts, aber der Herr Krietsch sieht immer noch top aus. Der Herr Sö, also am allermeisten Spaß von allen, muss man an der Stelle mal sagen. Also die Partyrakete ist der Sören anders, aber das ist ja nichts Neues. Der lässt immer krachen. Beim Franz sind jetzt gerade 2, 3 aus dem Bild draußen. Der Markus Krietsch ist natürlich immer dabei. Das ist auch der Letzte, der auf jeder Party geht, weil der war auch auf der Keltenhof-Party morgens erst um 4:30 dann im Hotel. Das war der allerletzte. Jetzt haben wir hier den Stefan Burkhardt. Der Nico Burkhardt ist als nächstes im Ding. Genau, Nico Burkhardt. Genau. Okay, Nico Burkhardt hat seine Kamera noch nicht an, höre ich gerade. Nico, falls du uns hörst, müsstest du jetzt deine Kamera anmachen? Finger weg von deiner Bianca und die Kamera anmachen. Da oben, oder? Nee, noch nicht. Also wir warten jetzt im Moment noch auf den Nico Burkhardt und dann warten wir noch auf die Veranstaltung aus der Messe. Und wer noch fehlt, ist der Herr Otto, der fehlt auch noch. Ist der Herr Otto vielleicht schon da? Also, er ist schon da. Na, jetzt. Den macht der Gerhard. Wolfgang. Hi. Wolfgang, Man of Küchenparty, wir haben uns heute Mittag kurz unterhalten über das, was war die letzten Jahre. Und wir haben schon gefühlt 15 Jahre Veranstaltungen miteinander. Und ja, jetzt diese Situation... Es macht schon an, oder? Wir würden doch gern wieder normal feiern können. Aber das tun wir ja demnächst. Wolfgang, erzähl mal, wie geht's dir?
Ton an. Wolfgang? Dein Ton ist aus. Wolfgang. Das ist recht. Ich bin nach vorne, mach keinen Weg. Siehst du da auch online. Hallo, Wolfgang. Hallo, Mira. Ja. Da haben wir ein kleines Tonproblem. Immer wenn wir ein Tonproblem haben, machen wir Musik und drücken auf unser Zauberknöpfchen. Oh. So, jetzt, Ele, guck mal hier. Wir haben nämlich meinen Rational-Kombidämpfer umgebaut, der kann jetzt auch Rauch. Wo ist der Wolfgang jetzt? Der Wolfgang fällt, oder? Technik, wie sieht's aus? Hallo, hallo, Wolfgang. Okay. Wir ziehen was anderes vor. Ist der Nico? Okay, ist der Nico da? Ich kann euch nicht hören. Hört euch. Er hört uns doch. Er hört uns. Aber ja, jetzt ist er da. Wolfgang, sag mal was. Sag mal hallo. Ja, ich höre keinen. Kann jemand vielleicht einen aus der Bundesliga den Lippenläser anrufen? Wir können auch kurz mit dem Herrn Otto warten und können geschwind auf den Herrn Burkhardt weitergehen. Der ist nämlich schon da, der Simon hat ihn schon entdeckt. Dann müssen wir bloß wegen glauben. Können wir den Nico reinholen? Unser Nico? Ist der Nico? Nee, das sind die anderen zwei. Ein Dampf, du. Ja, da sind sie. Tristan. Jetzt sind wir. Tristan und Nico im Doppelpack auch noch mit einäugige Zwillinge und die hübsche Bianca, die du das ganze Bild natürlich wieder ins richtige Licht rücken. Können wir vielleicht ganz kurz, Nico ist da, Tristan ist da, können wir vielleicht die Bianca mitten reinstellen, bitte? Nico? Geht es? Ah! Das war schön aus, hä? Die Bianca reißt alles raus. Schön, dass ihr habt ein schlechtes Internet. Hey! Ja? Ihr habt ein schlechtes Internet. Und jetzt sage ich halt Schwabe. Auf der Schwäbischen Alb gibt es noch viel schlechteres Internet. Euch hört man ganz, euch sieht man ganz schlecht, ein bisschen zerbrochen. Aber hört ihr uns? Hört uns gut? Perfekt. Ja, super. Wir haben noch ein bisschen abgebrochen, aber egal. Nico, Bianca, wir haben uns ja gestern Abend zufälligerweise gesehen über Zoom. Leider nicht live. Tristan noch dabei, haben wir auch schon erfahren. Sehr cool, eine tolle Kombi beieinander gerade heute Abend. Nico, seit 2020 gibt es jetzt schon im Faun gibt's das leckere Olivenöl und das leckere Meersalz, aber aus Kreta. Warum? Erzähl mal, warum kommt euer Olivenöl und das Salz, das ist ja wirklich toll vermarktet, im Faun aus Kreta? Der Grund ist eigentlich, dass ihr mir in der Mitte steht. Ja. Die Wurzeln kommen aus Kreta, von ihrem Vater. Und dadurch haben wir uns entschlossen, Olivenöl von Kreta zu nehmen. Und Wasser, natürlich. Das macht absolut Sinn. Deshalb habe ich auf diese Frage angespielt. Und wenn du gerade sagst, die tolle Frau in der Mitte, also ich bin ja von der Bianca total überzeugt, sondern wie heißt du mal, Männer, helft mir, begeistert von der Bianca, genau, begeistert. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil der Nico ist ja eine kleine Geschichte, Nico und wir Dressbrüder, wir haben uns 2016 eigentlich, wir kennen uns ein paar Jahre, aber mit Nico haben wir uns bei der Busche Gala 2016 getroffen. Und deshalb ist eigentlich, wenn wir die Dressbrüder, also das sind die, wo die Suppen machen, wenn wir noch einen fünften Bruder aufnehmen könnten, dann wäre es Nico Burkhardt. Weil Nico ist eigentlich einer von uns immer mehr. Obwohl er Berliner Schnauze ist, ist er trotzdem im Faun, sagen wir sehr gut, ja vorher in Stuttgart, eigentlich ein purer Schwabe. Nico, letztes Jahr war das Thema Hochzeiten eigentlich ein No-Go. Aber, also was heißt No-Go, hört sich blöd an, aber es war das Thema Hochzeiten mal letztes Jahr eigentlich so
Corona, Lockdown, oh, scheiße, Corona, ich muss einen Schnaps trinken. Aber machen wir nachher. Aber das Thema, zwischen dem ersten und zweiten Lockdown gab es auch tolle Momente und es war eine Hochzeit. Erzählt mal, ihr zwei habt ja wirklich jetzt ja geheiratet. Wie war das denn? Erzählt mal. Wie habt ihr eure Hochzeit gefeiert? Also klar, wenn man einen Stern heiratet, dann gibt es natürlich was Geiles zu essen, dann gibt es geile Getränke, gibt es geile Leute und so war dann auch. Davon steht hier neben auch Nikos Drücke. Uns kulinarisch festigt ebenso der Gerhard Dammüller hat uns mit Keltenhof-Produkten und ich denke, wir hatten echt eine richtig tolle Party. Hatten mega geiles Wetter, hatten genau die Leute, die wir da haben wollten, mussten uns Gott sei Dank einschränken, haben im Freien gefeiert, haben getanzt. Über 100 Leute war es, also wie gesagt, auch nicht sehr wichtig für das letzte Jahr. Da hatten wir wirklich eine gute Zeitspanne im September, um halt so eine Party auch zu feiern. Ich kann das auch als eine Küche. Ja, eine coole Küche. Ja, mega. Ziemlich cool, ey. Aber das hätte doch das so schöne Eingriff, wenn man das Positive sieht, beim ganzen ersten Lockdown, zweiten Lockdown, sind drin, heiraten die Burkhardt. Und das ist einfach was Schönes. Also mal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Ja, Ruhe jetzt da hinten. Das freut mich brutal für euch, extrem. Und das Schöne ist, im Pfarrer passiert auch gerade viel. Ihr macht Boxen. Gestern habt ihr einen Zoom-Kochkurs gemacht. Weil ich bin zwischen reingegrätscht, weil ich habe gestern natürlich dem Nico geschrieben, du, über was reden wir heute? Weil ich weiß ja viel von dir und deshalb dachte, wir packen es ein, weil Nico gehört zu den wenigen, nicht wenigen, aber zu einem der Kollegen, der dich auch mal zwischendurch mal einfach anrufen und sagen, hey, wie geht's dir eigentlich? Und ich glaube, es tut auch jetzt gesagt, sehr, sehr gut. Und das ist auch schön, sowas zu spüren. Und gestern war es ja der erste Zoom-Kochkurs eigentlich. Wie lief der so? Ist ja nicht der einzige gewesen? Sehr gut. Also, aber für uns war es natürlich Zeitmanagement ein bisschen kürzer, weil alle waren geplant und hat es 3 Stunden gedauert. Ja, das und, Problem ist bei deinem Alkoholkonsum, gell? Nicht während der Arbeit. Ja, die nachfolgende Sendung hat sich wahrscheinlich um 45 Minuten verspätet. Und dann haben wir auf der linken Seite den wunderbaren Tristan Brandt. Tristan, du bist ja gerade, wie ist es eigentlich? Du bist ja eigentlich parallel gerade noch in der Schweiz aktiv. Erzähl mal ganz kurz noch was zu deinem Konzept, was gerade eigentlich mit einem Pop-Up gerade in der Schweiz abgeht. Ja, also ein Pop-Up ist es nicht. Das ist schon ein eigenständiges Restaurant in einem 5-Sterne-Luxushotel in der Schweiz. Und das habe ich im Dezember letzten Jahres eröffnet, also erst seit 3 Monaten geöffnet. Es läuft sensationell und grandios. Die Gäste sind begeistert. Wir dürfen das Restaurant öffnen, allerdings nur für Hotelgäste kochen. Aber immerhin gibt es da viel zu tun und das ist ja schon mal schön. Und aber nach wie vor bin ich natürlich in Heidelberg im Restaurant 959 und das wird auch so bleiben. Also es wird dann parallel laufen. Ich habe in der Schweiz ein Küchenteam aufgebaut, die nach meinen Vorgaben kochen oder meine Gerichte kochen. Und ich bin ein paar Tage im Monat selbst vor Ort, um nach dem Rechten zu sehen, ein bisschen in Schwung in die Bude zu bringen und wieder ein paar neue Gerichte zu machen. Also ich finde zu hören, Mensch. Also man merkt es ja auch von deinem Ziehvater Harald Wohlfahrt, dementsprechend auch Multitasking und ja, da habe ich Bauch. Was meinst du? Was meinst du, Nico? Jetzt ist der Ton weg. Nico? Hallo? Ja? Du hast gerade was vom dicken Bauch gesagt, das habe ich gehört. Also ich hab der Wohlfahrt hat aber nicht so einen dicken Bauch, habe ich gesagt. Ja. Er meint mich. Nee, ziemlich cool. Männer, ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß noch. Genießt es. Und noch ganz kurz, Tristan ist auch, so viel ich weiß, auch in der Jury des Koch des Jahres. Wie sieht es eigentlich da aus, lieber Timo? Gehen wir mal rüber zum Koch des Jahres. Ja, vom Koch des Jahres haben wir leider noch kein Bild. Da scheint es irgendeine technische Störung zu geben. Ist nicht weniger cool. Und zwar... Der Tobi Betz und der Alexander Herrmann haben ein richtig tolles Video für uns gemacht. Und das wird euch jetzt von Hamburg aus zugespielt. Alexander Herrmann, Tobi Betz als Video und vielleicht gleich noch live im Anschluss. Tschüss miteinander, tschüss in Faun, tschüss Tristan, tschüss Bianca, tschüss Nico, genieße es. Rock'n'Roll! Ciao! Hallo Messe Stuttgart, hallo Keltenhof. Keltenhof. Ja, muss man ja wissen. Ne? Also jetzt schaut es noch gut aus, es heilt ein bisschen, weil was machen wir jetzt natürlich? Wir bauen um. Ne?
Und wie man hier sieht, das ist ein kleiner Nebenraum, eigentlich beim Bistro. Und er ist natürlich farblich noch nicht fertig, aber die Wände stehen rosa. Ja, Mädchenzimmer. Ja, Prinzessinnenzimmer. Weil wir fest daran glauben, wenn wir dann aufmachen dürfen, müssen wir mal durchhalten, dann kommen die Prinzessinnen dieser Welt, die kommen zu uns. Hoffentlich. Gestürmt. Ja, also die Zukunft wird rosa-rot im positiven Sinne. Na, ernsthaft jetzt. Ja, ich meine, das schaut hier nicht nur nach Baustelle aus. Es ist ja auch so, man muss sich ein bisschen davon befreien. Alle rufen jetzt, jetzt musst du renovieren und so. Gut, machen wir auch. Aber wirklich auch nur den einen Raum, muss man auch sagen. Ja, wir müssen die Kohle zusammenhalten. Weil eins ist klar, wenn wieder aufgemacht wird und wenn dann nun mal jetzt nicht so geschiss ist mit 43,5 Inzidenzen, dann dürfte es 7,1 Stunden aufmachen. Wenn wir richtig wieder aufmachen, dann kommen die Leute zu uns in jedes Top-Restaurant. Alles, was man vorher aufgebaut hat, wenn man vorher Spitze war, wenn man vorher der war, wo die Leute gesagt haben, da musst du hingehen, zu den Gängen sei jetzt erst recht. Und darauf freuen wir uns. Ne? Also, wie war es noch zwischen dem ersten und zweiten Lockdown? Ja, war gut, was los. Da war was los. Ich muss ja mal salopp sagen, wir haben eine Doppelbelegung gemacht. Das werden wir so nicht mehr machen, weil das hältst du gar nicht aus. Ja. Also, was ich sagen will damit ist, jetzt geht's erst recht los. Absolut. Die Zukunft wird gut. Punkt. Wir haben eine neue Mehrwertsteuer auf Speisen. Ja, Punkt. Und die Leute kommen. Alle werden da sein. Ja, und alle lieben einfach auch mal wieder gutes Essen. Zu Hause haben sie so viel gekocht, aber jetzt mal wieder richtig essen gehen. 5 Monate Lockdown, ja nicht nur für uns, auch für die Gäste. Also wenn sie jetzt nicht kommen, wann dann? Weißt du was, wir lassen das einfach so. Das fahren wir mal nicht um. Das lassen wir, die kommen ja eh. Also Leute, lasst uns durchhalten, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir haben viele Zukunftschancen und es wird vieles besser, als wir uns ausmalen. Denn eins machen wir in der Gastronomie auch immer. Wir denken immer, oh, nix, gut wird's. Klar. Wir freuen uns schon drauf. Ja, oh, das war jetzt ernst. Also, viel Spaß. Ja, feiert schön. Ciao. Tobi, du bist online. Hi, servus. Tobi, bei euch tut sich so viel. Wahnsinn. Ja, wir versuchen halt alles, was möglich ist. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu der Bestätigung der 2 Sterne. Dankeschön. Jetzt gerade. Erzähl mal, wie es jetzt für dich ist. Ja, wie ist es für mich? Also wir versuchen uns nicht unterkriegen zu lassen. Wir arbeiten an sehr vielen Sachen. Haben quasi mit verschiedenen Projekten jetzt gestartet, haben unsere eigenen Rinder jetzt aufgestellt, unsere eigenen Schweine, unsere eigenen Hühner und versuchen quasi noch krasser unseren regionalen Spirit weiterzuspielen und haben so viel, sehr viel Zeit investieren können und ja, eigene Sojasoßen angebaut und so weiter und so fort. Also wir wären jetzt so weit, dass wir auch wieder anfangen können. Ade. Die Räumlichkeiten stehen, es alles, steht alles. Personal ist also die hast du motiviert. Die. Ja, definitiv. Wir haben super Leute auch nochmal dazu gewonnen, muss man sagen, in der Lockdown-Zeit. Und wir sind jetzt einfach wirklich heiß, um wieder anzufangen. Lieber Tobi, bleib dran. Wir haben jetzt den nächsten Punkt. Wo sind wir denn jetzt gerade? Timo. Warum drehen sich eigentlich immer alle zu mir um? Timo, du bist der Master of Disaster. Ja, genau, der Master of Disaster. Geiler Job. Also ich habe jetzt erstmal Tobi noch von mir aus an dieser Stelle oder von uns allen. Zum Wohl. Glückwunsch und zum Wohl auf dich. Liebe Grüße an alle. Hoch die Tassen, hoch die Tassen. Und hoffentlich sieht man sich bald wieder. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Definitiv. Spätestens bei der Keltenhof-Party nächstes Jahr. Tobi, zum Wohl. Ja, einmal Keltenhof kochen habe ich eh noch gut. Auf ja, das Team und der setzt sich immer ab, gell? Ich bin nur draußen versorgt. Den Steffen auch lieb grüßen. Steffen. Ja. Ah! Grüße auch von mir. Dankeschön. Macht's also gut. Wenn ich mal ganz kurz weg bin, ist es einfach nur so, hinter uns, also hinter uns hier, ist eine krasse Mannschaft, was der Timo Böckler organisiert hat. Das ist echt abartig. Der Philipp und sein Team im Hintergrund, die haben so krasse Dinge gemacht, ohne Scheiß. Also die ganze Technik, der ganze Ton und so weiter, über den Timo, weil der Timo ist auch so ein Nerd.
das wissen die wenigsten, der ist nicht nur Koch, sondern ist auch wirklich ein Nerd. Der ist einer, der kennt sich mit Techniken aus, der ist abartig, der hat ein eigenes Filmproduktion, der hat alles. Und deshalb habe ich die gerade mit unserem Champagner versorgt und so weiter, weil die da hinten, das sind eigentlich wie immer in der Küche ja so, wir sind eigentlich nur die Typen im Vordergrund, aber die Mannschaft. Nein, ihr seid noch besser. Dreh mal die Kamera um. Dreh mal das, die Kamera. Auf euch, Jungs. Guck genau mal hier. Genau so, das sind die. Natürlich, auch das, nur das ganze Mietmaul. Team Corona getestet. Corona, super. Wer hat schon wieder Corona gesagt? Oh Mann, oh. Hey. Okay. Ich habe Corona getestet gesagt. Schnaps für alle. Nee, alle getestet worden, das sind wirklich alle safe, das ist ganz, ganz wichtig. Gesundheit geht vor, sowieso in der jetzigen Zeit, sowieso wie in der Gastro. Wir müssen uns in dem Bereich auch wirklich vorbereiten, denn wir hoffen, dass wir bald aufmachen dürfen. Ich darf das Wort nicht in den Mund nehmen, wenn es gibt dann jedes Mal einen Schnaps. Aber Männer, gibt es eigentlich mal einen Trinkspruch von irgendeinem von meinen lieben Fachkollegen hier? Stefan, du alter Fachkollege. Naja, hau mal einen Trinkspruch raus, komm. Alter Trinkspruch. Komm. Okay, sag mir, welches Video als nächstes kommt, bitte. Nein, das kann ich nicht sagen. Nee, Trinkspruch jetzt, komm. Ja, kein Trinkspruch. Also gut, super. Ich hab gerade so ein Bild, ja? Oh. Also bin ich im Bild? Wenn ich im Bild bin, erzähle ich von meinem Bild. Mach mal die Musik ein bisschen leiser. Der Herr Lohnert, ganz kurz ins Bild, bitte. Stefan. Er ist noch in der Lampe. Hallo, ich bin beim SWR. Entschuldigung. Es sind Jugendliche auch noch im. Ein Trinksprung. Nein, ein Bild, das ich gerade hatte. Max Gold. Max Gold ist ein deutscher Schriftsteller, der Mitbegründer oder viel für Titanic auch geschrieben hat. Und Max Gold gehört der Frankfurter Schule an, ja, wie Robert Gernhardt, wie Draxler und F.E. Bernstein. Und Max Gold hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Radiotrinkerin. Ja. Und die Radiotrinkerin, das war gerade so mein Bild, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich vors Radio setzt. Ihr könnt es so ein bisschen vergleichen mit Domian. Ja. Der Domian, der dann nachts hier die Seelenbedrängnisse der Menschen aufgegriffen hat und kommentiert hat. Und die Radiotrinkerin setzt sich also fürs Radio mit einer Flasche, wählt irgendjemand an und dann fangen die an zu reden. Und irgendwann verliert sie total ihre Hemmung. Und das ist ein ganz tolles Setup, eine ganz tolle Geschichte. Ja? Wir machen es nicht ganz so krass, aber wir sind hier unter uns. Wir bilden eine Gemeinschaft, ja? Wir haben ein Bündnis und es ist eine ganz tolle Situation, wie wir hier vorgefunden haben. Und Timo Böckle aus Böblingen hier. Dafür, dass du der Gastgeber bist, das alles organisiert hast. Sehr gerne. Unsere Base ist die Ehrlichkeit, die Aufmerksamkeit. Ja. Ja, danke. Hast du jetzt, also, dann. Ich habe hier anzukündigen, ich habe gerade in meinem Knopf im Ohr eine Info gekriegt. Und zwar habe ich jetzt das Video vom Herrn Stemberg hier. Und es müsste jetzt aus Hamburg kommen, das Video vom Herrn Stemberg. So, Herr Fricker, können wir das zuschalten? Hallo, liebe Gastro-Welt da draußen an den ganzen Endgeräten. Ja, mein Name ist Sascha Stemberg aus dem gleichnamigen Restaurant in Velbert-Neviges und ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich Montagabend auch kurz in der Live-Schalte dabei sein darf und dafür danke ich ganz herzlich dem Keltenhof und dicke Grüße gehen raus an die Messe Stuttgart mit der Intergastra und an das Hotel Reusenstein. Ja, was soll ich sagen? Verrückte Zeit im Moment. Letztes Jahr so viel geschlossene Tage, dies Jahr schon wieder. Wir sind jetzt im fünften Monat des Lockdowns am Stück. Ja, die ganze Zeit wusste ich nicht, was ich dazu sagen sollte. Mittlerweile kann ich auch schon ein bisschen was dazu sagen, weil es ist einfach crazy. Und vor allen Dingen auch die Nummer jetzt da am 22.03. da draußen öffnen. Da, ja, das lassen wir mal dahingestellt. Trotzdem finde ich ganz wichtig, wir haben es die ganze Zeit auch so gemacht, immer positiv bleiben. Den Kopf immer durch die Wand, immer nach vorne gucken, versuchen das Beste rauszumachen und ist die Situation auch noch so schlecht, trotzdem immer gucken, wie man weitermachen kann. Wir haben uns die ganze Zeit Mühe gegeben mit dem gesamten Team, haben immer tolle Aktionen ausgearbeitet. Wir waren uns für nichts zu schade, aber immer auf gutem Niveau. Wie zum Beispiel haben wir auch mal einen Döner gemacht mit unserem Wagyu-Züchter zusammen oder Burger mit der fetten Kuh in Köln zusammen. Also es sind Kooperationen entstanden. Wir haben noch mehr auf Regionalität geachtet. Also es gibt auch ein paar positive Dinge zu vermelden. Das Wichtigste ist, wir sind gesund, unser Team ist noch bei uns und ich hoffe wirklich inständig, dass wir bald wieder öffnen können.
Und ja, ein Shoutout an alle da draußen. Lasst den Kopf nicht hängen, es wird weitergehen, es muss weitergehen. Ich meine, ohne Gastro, ohne Genuss, ohne Freunde treffen, was soll das für ein Leben sein, ohne Reisen? Also ich kann mir das nicht vorstellen, so langsam müsste man einen Haken dran setzen. Aber wie gesagt, alle gesund bleiben, das ist ganz wichtig. Ich freue mich, euch Montagabend zu sehen. Mal gucken, was mich da erwartet. Bis dahin, bleibt gesund. Das ist dann deine Kamera. Das ist deine Kamera. Steffen, das ist deine Kamera. So, als nächstes kommt ein Spieler vom Serkan. Wir haben uns ja vorletztes Jahr kennengelernt im TV. Und bitteschön. Hallo, lieber Gerhard. Hallo, liebe Familie von Keltenhof and Friends. Ja, es ist schon krass, ne? Vor nicht allzu langer Zeit haben wir uns ja unter anderen Bedingungen auf dieser gigantischen Party im Anschluss der Intergastra in Stuttgart organisiert von Keltenhof and Friends getroffen. Ihr habt uns ausgetauscht und eine riesen Sause gefeiert. Ja, man sieht, wie schnell das alles gehen kann. Ich stehe heute hier in unserem kleinen Kochstudio, improvisierten vom Restaurant Kleinod in Öhringen, und möchte mich in allererster Linie, Gerhard, bei dir, bei allen Beteiligten für diese Einladung bedanken. Das Care-Paket habe ich auch bekommen mit diesen tollen Produkten, der Schokominze, Gin, Tonic Water und der Brause. Die werde ich mir im Anschluss schön kalt gönnen. Ja, wie sieht es bei uns aus? Bei uns sieht es nicht anders aus wie bei vielen anderen Kolleginnen und Kollegen der Branche, ob es in der Gastro- oder im Eventbereich ist. Wir sind wirklich alle am Kämpfen, aber ja, frei nach dem Motto, the show must go on, wir geben natürlich nicht auf. Natürlich sind die allgemeinen Bedingungen nicht immer einfach für uns. Die Umsetzung der sich permanent ändernden Regeln, wo man manchmal wirklich ziemlich durcheinander kommt, auch nicht ganz einfach, was die Umsetzung angeht. Trotz allem freuen wir uns wirklich auch in diesen schwierigen Situationen, dass es solche Sachen gibt, die ihr auf die Beine stellt. Ob es diese digitale Plattform ist zum Austausch, das gibt, denke ich, vielen, vielen Mut und motiviert viele, viele Menschen, trotz allem weiterzumachen. Wie sagt man so schön, nach Regen und Gewitter kommt irgendwann auch Sonnenschein. Ne? Von dem her wünsche ich euch allen wirklich das Beste. Wir sind hier, wie sagt man so schön, wir sind gekommen, um zu bleiben. Jetzt wäre der Tonic fast runtergeflogen. und wir kämpfen weiter, solange wir können, solange wir die Kraft haben, weil für uns ist es einfach so, die Hoffnung stirbt nie. Ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich hier aus dem wunderschönen Hohenlohe aus Öhringen und freue mich, bald wieder mit euch allen zusammen eine Riesensause feiern zu können, egal wo, ob es bei uns ist, bei Keltenhof oder sonst irgendwo auf dieser Welt. Bleibt bitte alle gesund und bis bald, ihr Lieben. Drauf. Guck mal her. Sind wir schon wieder in der Küche? Sind wir in der Küche? Ja. Hier. Sören, was ist los mit dir? Sören, du guckst wie Bahnhof. Sören, anders, guck wie Bahnhof. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob die auch ein Bild von uns haben, aber hier oben ist zum Beispiel der Franz Feckel mit seinem Team. Viele Grüße ans Landhaus Feckel von dieser Stelle. Vom Simon und von mir. Nochmal zur Info, die haben leider keinen Ton, also da wird es eine Rückkopplung geben. Die haben aber jetzt haben sie Ton, ja, super geil. Viele Grüße nach Eningen. Und hier unten der Markus Grietsch, einer meiner ältesten Freunde mit seinem Küchenchef. Markus, hörst du uns? Was da? Markus. Hauptsache was zum Essen in der Hand. Ja, geil. Egal. Und hier drüben ist der Sören ist da drüben. Eigentlich ist das Sören beim Franz Berlin. Nur der Franz Berlin ist jetzt gerade nicht im Bild und der Sören ist gerade auch raus. Aber ich habe mir schon sowas gedacht, dass es unter Umständen Probleme geben kann. Drum haben wir den Franz Berlin gebeten, uns ein tolles Video zu machen von seinem Betrieb. Und das Video vom Franz Berlin wird jetzt die Messe abfeuern. Ein Spieler kommt. Zack, zack. Ja, Chef, endlich finde ich sie. Ich habe Anfragen ohne Ende. Lahm, Wanderheim, Teurohof. Ich weiß gar nicht mehr, wohin.
Telefon klingelt die ganze Zeit. Gerade fängt mich eine Frau ab, sagt, oh, ihre Küche ist ja leider immer noch geschlossen. Ich weiß mir echt nicht mehr zu helfen. Ja, aber das ist doch mega. Ich bin gerade sowieso dran und überarbeite unsere neue Karte. Und du weißt ja, bei Champagner und Sonnenschein fällt mir immer das Beste ein. Auch wenn uns das Wasser ablässt, verlieren wir nie den Spaß an unserem Job. Meine Damen und Herren, für Sie habe ich mitgebracht aus dem Paidoc einen wunderbaren französischen Rotwein im Stil eines Bordeaux. La Ronde France, sehr fein, nicht zu trocken auf dem Gaumen. Ganz wunderbare, fein eingebundene Tannine, elegante Barrique-Struktur, eine schöne Säure, ganz harmonisch und rund im Abgang. Für Sie extra ausgesucht von unserem Sommelier Herr Klotz und von mir für Sie frisch geöffnet. Um ein bisschen Luft zu geben, dekantieren wir diesen wunderbaren Rotwein. Und dann für Sie erstmal einen kleinen Schluck zum Probieren. Für Sie, voilà, Monsieur Dame. Oh, da freue ich mich sehr drauf. Sehr schön von Ihnen ausgesucht. Ein wunderbarer Tropfen, tolle Farbe. Mm. Oh, und das Aroma in der Nase ist vorzüglich. Wie Sie beschrieben haben, treffend. Mmh. Voilà, ein göttlicher Gaumen. Hey, wir schätzen einen sicheren, aber dafür langweiligeren Job mit anderen Arbeitszeiten. Nee, danke, lass mal. Meine Familie ist hier, wir halten zusammen und hier gibt's auch das ganze Jahr Klopapier. Oh, und das? Oh, nee. Das ist immer noch totale Flaute. Gibt's gar nichts Neues. Nee, immer noch tote Hose. Spielen wir selber an der Glocke rum. Man tut, was man kann. Oder auch tut, was ich kann. Ja, wir verlieren den Spaß an der Freude nicht. Meilenheatsboxen, Gummiboxen, Takeaway, machen wir alles, was geht. Ja, und wir versprechen, wir laufen hier nicht fort, denn wir das loben, wir bleiben hier vor Ort. Genau, und genau mit diesem Motto gehen wir zur Kettenhofparty und gucken, dass wir das Ding wieder zum Laufen bringen. Wir freuen uns auf euch. Okay, geil. Also, ja, kannst du gleich hier kommen rüber, okay? Am Anfang hat das funktioniert. Wolfgang, hörst du uns? Mit wem? Wolfgang, hast Simon du einen Code? Wer? Simon, mach mal leiser dahin. Wolfgang. Warte, ich muss ganz kurz hier. Ich hatte am Anfang hat das super geklappt. Aber jetzt höre, wir hören dich. Wir hören dich gleich. Wir haben ein Problem hier. Wolfgang, wir. Alle sind alles so crazy. Alle so. Ja, wir hören, wir haben eigentlich einen guten Ton, ja. Wir haben eigentlich einen guten Ton. Okay, Gerhards Mikro geht nicht. Okay, super. Ich bin bei Gerhard in der Nähe. Gerhard. Gerhard, reiß ein bisschen Abstand mit deinem Kessel da. Ja, also wir erscheinen anscheinend, gibt es ein Tonproblem beim Herrn Otto. Vielleicht kriegen wir das noch auf die Reihe. Der Herr Daumüller wartet sehnsüchtig. Wolfgang, hallo. So. Alternativ könnte ich noch anbieten, ein Video, auch ein Freund von Gerhard, und zwar der Rolf, von dem würde noch ein Video fehlen, den darfst du jetzt auch anmoderieren. Und dann, haben wir den Rolf nicht in der Leitung? Den Rolf haben wir nicht in der Leitung, von dem Rolf haben wir aber ein tolles Video bekommen. Aber der Rolf hat letztes Jahr unser Ding gerockt, gemeinsam mit Nelson und Cassandra. Von daher würde ich sagen, wir würden noch mal anstoßen, und zwar, jetzt kleinen Moment, wir haben hier, können wir auf die Kamera schalten hier. Wir haben Gerhard, das Problem ist, Gerhard, ich muss ganz kurz dir mein Mikro hinhalten, weil deine Batterie ist leer, höre ich gerade in meinem Knopfohr. Hey, meine Batterie ist leer. Ich habe mehr gebraucht wie du. Wahrscheinlich hast du mehr Batterie gebraucht. So, jetzt komm auch rein. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt beim Gin Tonic angekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind jetzt da und ihr seht, es macht uns Spaß. Und wir werden jetzt heute Abend natürlich mit Rolf Stahlhofen, Söhne Mannheims,
und natürlich alle, die noch im Bild sind, werden wir jetzt weiterfeiern. Wir werden jetzt einfach Good Vibrations, ja, Freunde, Simon Dress. Timo Böckle. Der Typ ist so durchgeknallt. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Rolf Stahnhofen. Ich grüße euch bei der Intergastra Digital. Wäre viel lieber analog bei euch. So wie letztes Jahr, da hat mich mein Freund Nelson Müller eingeladen zu Keltenhof and Friends und einer sensationellen Party mit Cassandra Steen, toller Liveband, tollen Köchen, tollen Winzern. Vielen Dank für diese Party und ich hoffe, wir können sie irgendwann mal wieder nachholen, wenn der Wahnsinn vorbei ist. Passt gut auf euch auf, lasst euch gut gehen. Ich kann wie Superman fliegen. Schon siehst du mich hier am Boden liegen. Doch die Zeiten ändern sich jeden Tag ein wenig. Gestern noch war ich ein Narr. Es wird besser jeden Tag. Ist das Leben noch so hart? Es wird besser jeden Tag. Es wird besser jeden Tag. Es wird besser jeden Tag. Und ich geb dir einen guten Rat. Es wird besser jeden Tag. Glaub mir, es wird besser werden, denn ja. Oh, es war nicht mehr. So oft denk ich mir, hier scheint wohl landen, es könnte alles besser sein. Doch ich habe meinen Glauben und ich glaube fest daran. Ist das Leben noch so hart? Es wird besser jeden Tag. Es wird besser jeden Tag. Es wird besser jeden Tag. Und ich geb dir einen guten Rat. Es wird besser jeden Tag. Schüchtern sein sollen oder ob wir uns wohlfühlen dürfen bei euch. Und zwar musikalisch wohlfühlen. Ihr könnt klatschen, ihr könnt schnipsen. Was immer heute hier in diesem Raum passiert, ist nie passiert, okay? Ich sag nichts. Ich halte mich da raus. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn ihr tanzen wollt, hey, ich habe keinen Eintritt gezahlt. Jetzt live, Herr Dress, dein Auftritt. Oh. Wir gehen jetzt rüber zu Tristan Brandt und zu Nico Burkhardt und zu bezaubernden Bianca Burkhardt. Ha! Ja. Guck mal, hier ist die Stimmung. Jetzt halt. Hat er gerade schon das Moonlight-Lied reingemacht? Tristan, mein Lieber, jetzt die Frage an dich. Koch des Jahres, auch du bist dieses Jahr wieder in der Jury. Erzähl uns ein bisschen was zum Koch des Jahres. Aber die Musik
Ja, also, ja, wir fangen schon an zu feiern hier bei uns. Wir warten auf euch. Hört ihr mich? Wir hören dich. Ja, okay. Ja, ich freue mich, dass ich morgen wieder beim Koch des Jahres dabei bin in der Jury. Und natürlich mit Dieter Müller und vielen anderen tollen Kollegen. Und es ist natürlich schade, dass es ein digitaler oder ein Online-Wettbewerb diesmal ist. Aber ich denke immer so, besser, als wenn alles komplett immer abgesagt wird, hat man wenigstens ein bisschen Spaß. Und ja, ich war ja schon ein paar Mal dabei bei den Vorfinalen und auch bei den Finalen. Und es ist immer wieder schön und auch für mich auch so eine Weiterentwicklung, weil man neue Techniken sieht von den Kollegen, von den jungen Köchen. Sie sind ja nicht nur junge Köche, sondern auch teilweise Sterneköche dabei oder Küchenchefs, die dann neue Gerichte präsentiert oder neue Techniken. Und das ist schon immer sehr, sehr spannend, was da auf dem Teller präsentiert wird. Wie ist deine Tendenz dieses Jahr? Ich sag mal, das Thema, das ich jetzt, wie du gerade sagst, ihr seid ja, so wie ich mitbekommen habe, auf der Messe bei Aramark in den Küchen drinne. Glaubst du, es wird die Qualität der Herstellung einschränken oder wird es dementsprechend genauso laufen? Ich sag mal, wenn es einer besser weiß, also eigentlich weiß nur du besser, das Thema wird ja so sein, dass jeder Koch muss da kochen, wo es möglich ist und das Beste draus machen. Wie ist deine Einschätzung jetzt auch, wenn du auf der Messe bist? Wird es gut? Wie ist so dein Gefühl? Ja, also vom Gefühl her denke ich schon, dass es jetzt kein Nachteil ist, dass es jetzt auf der Messe stattfindet. Und die werden schon sehr gut kochen. Und ich meine, von den Voraussetzungen auf der Messe, das wird ja jetzt nicht anders sein wie sonst. Nur halt, dass kein Publikum dabei ist. Und das kann ja auch ein Vorteil sein, dass die Kandidaten jetzt nicht so aufgeregt sind, weil sie ihre Ruhe haben zum Kochen. Und von daher denke ich schon, dass das ein sehr, sehr gutes Event werden wird morgen. Ja, dann freue ich mich für euch, natürlich auch für die Juroren, natürlich dementsprechend den nächsten Vorfinale Koch des Jahres dementsprechend die auch führen zu dürfen morgen. Und viel Erfolg dir, lieber Tristan. Danke. Und auch viel Erfolg für dein Projekt in Heidelberg und natürlich auch in der Schweiz. Bleib gesund, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und viel Spaß bei der Familie Burkhardt. Ebenso. Die Familie Burkhardt zu feiern ist immer eine sichere Nummer, denn die wissen einfach, Gastfreundschaft zu leben. Ganz genau, ganz genau. Ja, okay. In diesem Sinne, tschüss, viele Grüße und Frauen. Peace and love. Ciao. So, Timo? Ja, cool. Also, dann sind wir jetzt eigentlich am Ende fast angekommen. Ich will mich nochmal an der Stelle ganz, ganz herzlich beim Team von Philipp Ricker Media bedanken. Und natürlich an den tollen Kollegen, die heute Abend mit mir hier ein bisschen gefeiert haben. Wie gesagt, für uns Köche nicht ganz so einfach umzusetzen, so ein Livestream, vor allem in der Kommunikation mit Hamburg. Wobei die in Hamburg wahrscheinlich auch einen guten Job gemacht haben, das gucke ich mir aber nachher nochmal live an oder im Nachgang an. Vielen herzlichen Dank. Jetzt sagt jeder noch eine Kleinigkeit und dann sind wir eigentlich auch schon durch für den Abend. Simon? Soll ich anfangen? Okay. Ja, komm aber schnell. Boah, ist mein Problem. Nein. Intergastra seit Kindheit immer wichtig für mich und deshalb freue ich mich, lieber Stefan, liebe alle Teilnehmer da draußen. Geil, dass es Kelter von Friends gibt, ohne Scheiß, denn im Endeffekt, was brauchen wir? Im Endeffekt, uns geht's gut, wir sind gesund, wir sind munter, die Geschäfte laufen, haben heute gehört von allen und deshalb wichtig ist, bleibt bitte alle gesund da draußen und freut euch auf den Restart und wenn die Luzi abgeht, dann geht sie richtig ab. Herr Daumeler, nein, Herr Tisch, bitte. Hier sein zu dürfen bei der tollen Location hier. Vielen Dank. Ich möchte auch allen sagen, bleibt mutig, vergesst nicht, in welchem Land wir leben. Uns geht es eigentlich, in Anführungsstrichen, allen gut. Stillstand ist Rückschritt. Ja. Und gebt immer Gas. Und wir sind wieder beim Restart mit voll dabei und seid frohen Mutes. Und vielen Dank für deine Initiative. Genau darum geht es. Seid mutig, fröhlich und seid dabei. Freunde, er hat fast alles gesagt. Also ich spontane Aktion vor 8 Tagen entstanden, hier im Gastraum nebenan, hier im Hotel Reusenstein, bei dem Reusenstein-Team, beim Timo Böckle. Wir saßen abends nur im Jägerstand, weil er ist Jäger und wir haben philosophiert über dieses Event. Und eins muss ich sagen, lieber Timo, vielen Dank.
liebes Keltenhof-Team, meine Familie. An der Stelle vielen Dank allen, die das Ganze unterstützen. Meine Familie, mein Team, unser Team und auch ein kleiner Dank an diese kleinen Unterstützer wie die Champagner Nicolas Foyat, Monkey47 und Schweppes. Und natürlich einen riesen Dank an die Messe Stuttgart, an die Intergastra. Und was wären wir ohne die Messen? Wir müssen sie wiederbeleben. Wir alle gemeinsam. Wir müssen die Messen auch wieder besuchen. Und wir hoffen, dass wir uns wieder auf größeren Veranstaltungen treffen können. Wir haben heute Abend einen kleinen Anfang gemacht hier. Und es sollte eine Mutmachveranstaltung sein. Ich hoffe, dass das so rübergekommen ist und nicht nur dem Alkohol gefrönt hat, weil den hatten wir so ein bisschen. Aber jetzt lasst uns nochmal wirklich auf unser kleines Event anstoßen. Auf die Gesundheit. Vor allem auf die Gesundheit. Die Gesundheit ist ganz wichtig. Und auf den Herrn Disch, der fehlt jetzt nämlich noch. Nein, der Stefan fehlt. Der Stefan fehlt noch jetzt, okay. Und ich möchte sagen, ganz herzlichen Dank für alle, die vor der Kamera waren, die hinter der Kamera waren, die hier ihren Beitrag geleistet haben. Herzlichen Dank. Und mit dem Blick auf den Kalender, das ein sehr wichtiger ist, formuliere ich jetzt mal drei Ziele. Zum ersten, Ostern öffnen der Außengastronomie. 1. Mai, Öffnung der kompletten Gastronomie. Und ich sage herzlich willkommen nächstes Jahr zu Intergastra auf der Messe Stuttgart. Herzlichen Dank an die Gastgeber, an euch alle. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ciao. Ciao. Sauber, Jungs. Gut ab, erstmal. Es geht uns doch gemütlich.